Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Larons Modellbahnwelt-Video. Wie ich euch auf Instagram angekündigt hatte, ich werde heute ein Video wieder über meine Modelleisenbahn drehen, wie beim ersten Mal. Es ist leider nicht ganz viel weitergegangen, ein paar Highlights, aber leider ist es noch nicht fertig, da wir sie aus einer Verlassenschaft gekauft haben und erst alles verkabeln müssen und uns die Zeit fehlt. Ich hoffe, ich kann euch heute trotzdem ein paar Highlights zeigen. Es waren Dampfzüge, Personenzüge, Schnellzüge und vieles mehr. Ich hoffe, es gefällt euch und gebt einen Daumen nach oben. So Leute, jetzt wird die DB50er Dampflokomotive in Dienst gestellt. Heute soll sie vor einem Schnellzug in Betrieb kommen. Viel Spaß beim Anschauen. So, jetzt ist die Abfahrt des Schnellzuges geplant mit Konrad Adenauer, so wird der Zug benannt, mit einer DB50er, der Lokführer guckt schon hinaus. Da es schon ein älteres Modell ist, kann ich leider den Rauch bei der Abfahrt noch nicht zeigen, erst wenn der Zug Fahrt aufgenommen hat bei voller Power. Dies ist der Schnellzug, gebildet aus einem DB Rheingold Schnellzugwagen und zwei ÖBB alten Eurofima Wagen. Und jetzt startet gleich der Zug. Der Zug soll verbinden Wien mit Düsseldorf als Schnellzug Konrad Adenauer. Und ich hoffe, euch gefällt jetzt dieser Clip. Es geht jetzt los. Es stockt noch ein bisschen, da diese Lokomotive schon sehr alt ist. Circa 40 Jahre vom Fleischmann, aber trotzdem fährt sie noch gut wie ihr Alter. Ich gebe jetzt Gas. Der Zug ein gutes Tempo erreicht, dass wir den Rauch aufstellen, draufbringen. Der Zug fährt jetzt ohne uns weiter in die Nacht hinein und soll dann später um 23 Uhr wieder in Düsseldorf ankommen. Viel Spaß mit dem nächsten Clip. Ich verrate nur ganz kurz etwas. Es wird sich um eine Vectron handeln. Die Vectron wird jetzt auch in Dienst gestellt und bereitet sich schon auf ihren Betrieb vor. Hier auf der Drehscheibe, es ist heute die Easy Spares Vectron von Pico. Diese Lok ist eigentlich nur in Deutschland zugelassen und fährt heute noch bei Überführungszügen, zum Beispiel wenn sie neue Züge wie Cityjets von ÖBB oder anderen Zügen von Siemens überstellen müssen, wird meistens diese Vectron genommen. Signal ist wieder auf Halt, es geht wieder auf Frei und jetzt geht's zur Abfahrt in Richtung Hauptbahnhof Burgdorf. So, die Easy Spares Vectron ist jetzt beim Ankuppeln bei ihrem gemischten Güterzug, der heute noch nach Wien gehen muss. Viel Spaß beim Ansehen. Leider ist es mit den alten Kupplungen bzw. mit den normalen Kupplungen nicht so leicht anzukuppeln. Ich muss mir mal wieder Kurzkupplungen anlegen, aber es ist halt etwas teuer. Aber derzeit genügen auch die. Die Vectron ist jetzt kurz vor ihrer Abfahrt.
Viel Spaß bei der Abfahrt. So, es geht jetzt los. Leider kann ich nicht von vorne filmen, weil sonst wäre ich oben und das wäre vielleicht nicht so schön. Deswegen filme ich jetzt von hinten und bei Vorbeifahrten gibt es natürlich. Viel Spaß jetzt bei der Abfahrt mit dem gemischten Güterzug und der Pico Vectron. Den gemischten Güterzug darf ich laut Gesetz bzw. laut unserem Gesetz nur bis zum Ende des MSF-Bereichs fahren. Und das werden wir jetzt gleich tun. Jetzt gleich bei einer Vorbeifahrt. Die Vectron kommt jetzt wieder an ihrem Tagesziel an. Ab hier wird wieder eine 1044 diesen Zug übernehmen. Genau gesagt die 1044-27 hier. Den Güterzug und die Vectron darf wieder Feierabend machen. So, die 1044 bereitet sich jetzt auch auf ihre Fahrt vor. Näheres. Derweil die 1044 noch vorbereitet wird, kann ich euch noch ganz kurz meinen neuen Bahnübergang zeigen. Leider ist etwas Gras in den Schienen, aber das ist leider so, weil ich gerade danach begrast habe. Es war ein günstiger Schrank, nur 15 Euro beim Modellbahnen Rhein in Innsbruck. Geht auch ganz leicht zum Schließen und wieder zum Öffnen. Was mich sehr positiv überrascht hat, waren auch alle Schilder, dass es wie ein echter Bahnübergang aussieht. So, jetzt glaube ich, muss die 44er fertig sein bzw. bereit sein. Und also die Lokführerübergabe, glaube ich, ist auch schon erfolgt. Jetzt fährt die 44er gleich weg. Dies wird das letzte Video für heute sein, da ich euch das nächste Mal wieder etwas bieten will. Ich möchte euch danach auch noch ein paar Fotos bzw. Bilder zeigen von den Highlights. Ich hoffe, es hat euch diesmal dieses Video gefallen und gebt bitte einen Daumen nach oben zur Weiterentwicklung meines Kanals und ein Abo würde mich natürlich auch sehr freuen. Jetzt die Abfahrt zum Abschluss meiner ÖBB 1044-27 mit umgerüsteten Rocco-Stromabnehmer. Es ist noch ganz alt, deswegen auch ein ganz komischer Ton beim Abfahrt mit dem alten Motor. Viel Spaß! Ja, langsamer fährt, kann man dann schon auf den Raum zu verschleudern. Hier angegeben, natürlich ist das nur irgendwie eine gute Möglichkeit. Aber das ist auch toll. Und auf die letzte Durchfahrt verabschiede mich jetzt noch, danach kommen ein paar Bilder. Bis zum nächsten Mal.